Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Malvini. One Block. Part, keine Ahnung, ich zähle mal nicht mit, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben diese ultra geile Hütte erreicht. Ja, leider, so weit war der Weg eigentlich gar nicht. Ein paar Treppen zwischendurch, aber so what? Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, hier ist einiges los. Vor allem viele Tiere und ordentlich was zum Abernten. Das gefällt mir sehr und ich sehe gerade, dass hier einfach wahllos Schienenkreise sind. Alter, die Aliens. Sie sind da. Leute, bevor es losgeht, seid doch gerne so lieb. Bewertet wie immer das Video, lasst Like da, Abo, aktiviert das Glöckchen und schreibt mir gerne wie immer Tipps und Tricks in die Kommentare, die ich beachten könnte, beziehungsweise die ein verzweifelter kleiner Noob wie ich brauchen könnte, und zwar ganz dringend. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Okay, also. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Bin ich ehrlich? Ist schon alles ein bisschen random hier, oder? Mit den Schienen? Oder soll das was Bestimmtes darstellen? Ich habe halt keine Ahnung, ne? Ich meine, bis jetzt ist noch nichts gekommen, was uns angegriffen hat. Das ist schon mal schön. Was ist das hier? Was ist denn das? Tageslichtsensor. Oh mein Gott, habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ich schwöre, irgendwas wird uns hier doch gleich killen. Sind das... Das sind Zäune, oder? Ja, die nehmen wir doch mal mit, oder? Oder auch nicht. Ich schwöre, wenn jetzt was von hinten gekommen wäre, das wäre so typisch gewesen. Das Problem ist aber... Oh Gott, ja, siehst du? Gott sei Dank brennt der noch. Genau, ich wollte es nämlich gerade noch sagen. Das Problem ist nämlich, dass es... Ich habe kein Bett mit, oder? Nee. Dass es dunkel wird und wir nicht schlafen können. Solange wir nicht zu Hause sind, meine ich. Es sieht halt schon irgendwie geil aus, so, ne? Dem Sonnenuntergang entgegenzulaufen. Das ist schon cool. Oh, hier ist schon wieder ein neuer Baum, geil. Hey, sie ist immer so nett zu uns, begrüßt uns immer. Ja, du auch. So, schlafen. Leute. Eieieiei. Okay. Wofür sind die Tageslichtsensoren gut? Also, dass man damit bestimmt auch gerade mit Redstone und so ein bisschen was anstellen kann, das ist mir schon klar. Aber waren die da jetzt genauso wie einige andere Sachen hier nur random hingestellt? Oder haben die auf einer bestimmten Art und Weise, wenn sie so hingelegt werden und platziert werden, haben die da irgendeinen Nutzen? Oder war das einfach nur als Deko gedacht? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, denn ihr wisst ja, Noob on board. Okay, genug gewitzelt. Das Schöne ist, dass wir hier so eine kleine Wand haben, bevor wir dem Haus zu nahe kommen. Sodass man erstmal so ein kleines bisschen abchecken kann, was da überhaupt so geht. Ach komm, was soll's rein? Müssen wir da so oder so irgendwann? Das Dia-Schwert habe ich ja vorsorglich zu Hause gelassen. Eine Spinne. Aber es ist ja Tag, sie dürfte uns ja eigentlich nichts tun, ne? Oh, Öfen. Hier stehen einfach Öfen. Wie cool. Wir sollten das hier vielleicht wirklich zu unserem Zuhause machen. Haben wir hier sonst noch was drin, außer der Spinne? Das ist sehr hoch und dunkel. Haben wir noch Fackeln? Shit, nö, haben wir nicht. Und wir haben auch kein Holz. Nee, die tut uns nichts. Okay. Passt auf. Ganz kleines bisschen haben wir ja noch. Nicht viel, aber es reicht wenigstens für 8 Stück. Das ist doch schon mal was. Sehr gut. Machen wir es mal so. Perfekt. Ich würde hier gerne... Jetzt greift sie mich doch an? Du blöde... Was war das denn gerade? Hä? Oh, hier sind auch noch Fackeln. Lol. Was geht denn hier so? Hä, lol, gar nichts.
Okay, die Geräusche sind ein bisschen beängstigend, aber das sieht nicht so aus, als ob da jetzt großartig was spawnen könnte, was mir auf den Kopf fällt, oder? Ich hoffe doch nicht. Aber viel heller machen kann ich sie drin nicht. Okay, wir haben schon wieder ein Enderauge gekriegt. Ich denke einfach, dass das hier halt auch darauf ausgelegt ist. Oh, diese scheiß Flieger, ey. Okay, also wir haben auch hier jetzt wieder ein Enderauge gekriegt. Ich denke einfach, die Sache ist die, dass auch dieses Game hier darauf ausgelegt ist, dass man früher oder später ins End gehen will. Was ich ja nicht will, aber ich denke mal, auch darauf ist dieses Spiel so ein bisschen aus. Dirt. Ich habe nämlich keine Lust, hier gleich runter zu segeln. Ich wollte nur gerne einmal ums Häuschen rum, um mal zu gucken, was hier noch so geht. Ich schätze nämlich mal, dass hier tatsächlich gar nicht mehr viel... Oh mein Gott. Viel ist... Ich könnte mir halt vorstellen, dass sich unter der Hütte noch einiges abspielt. Oh, das... lecker, 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 fein. Guck mal. Okay, das passt nicht mehr. Was können wir hier lassen? Kürbis haben wir eh genug. Her mit dir. Da hinten ist noch eine. Oh, wie finde ich denn das? Richtig, richtig lecker.